Zuvor ein paar Eindrücke vom letzten Teil meiner Videoreihe Kärnten vom Feinsten. Mit der Fahrt auf Zlan beginnt der dritte und letzte Teil meiner Kärnten-Videoreihe. Hier biege ich ab zur Goldrückstraße. Gibt man im Browser Goldeckstraße ein, so erscheint ausschließlich Goldeck Panoramastraße. Doch eine Panoramastraße war dies vielleicht mal vor 30 Jahren. Zwischenzeitlich ab der Marktstelle bis zur Baumgrenze zugewachsen. Und nur an 5 Stellen, wo Autos nicht halten können, freier Blick ins Tal und die gegenüberliegenden Berge. Dabei steht im Kärnten-Guide vom Januar 2023 zu lesen: Warst du schon einmal an einem Ort, der so schön war, dass dir die Kinnlade runtergefallen ist? Die Goldeck Panoramastraße ist eine dieser Orte. Sie bietet atemberaubende Ausblicke auf die Mühlstädter Alpe und den Mühlstädter See, die Nochberge, die Geithaler Alm und so weiter. Ja, mir ist die Kinnlade auch runtergefallen vor Enttäuschung. Deshalb möchte ich in diesem Video nicht näher auf die Goldeckstraße eingehen. Wer mehr darüber erfahren will, kann sich ja mein separates Video über die Goldeckstraße ansehen. Meine Tour geht weiter nach Holzbüchel. Zur Pfarrkirche. Davor die Kaiserlinde, die zum 60-jährigen Regierungsjubiläum vom Kaiser Franz Josef I. 1908 gepflanzt wurde. Anstelle der Pfarrkirche stand einst das älteste Kloster Kärntens, gegründet im 8. Jahrhundert vom Bayernherzog Tassilo. Davor ein römisches Fragment aus dem 2. Jahrhundert. Im Altar eingemauert eine Inschrift aus dem 6. Jahrhundert. Die Fahrt durch Spittal habe ich jetzt nicht gefilmt, wenn auch die Altstadt sehenswert ist. Der Hügel von St. Peter im Holz war schon 15 vor Christus von den Römern besetzt. Im Stall des Pfarrhofs ist ein Römermuseum eingerichtet mit den Spuren aus dieser Zeit. Nach Christus bekam die Siedlung Theurnia das Stadtrecht. Der Kassierer des Museums war so freundlich und gab mir die Schlüssel zur abgesperrten Friedhofskapelle. 488
war sie Urnier, Sitz des Militärkommandanten der Provinz, der auch als Stifter des Bodenmosaiks auftritt, was zu den besterhaltenen im Alpenraum gilt. Es zeigt die 12 Tiersymbole christlicher Glaubensinhalte. Um 400 ließ der Bischof der Stadt eine Kirche errichten. Der Bau ist der älteste erhaltene dieser Art in Österreich. Darüber ein Schutzbau. Konnte ich aber nicht besichtigen. Um 610 endete die römische Epoche mit Einwanderung der Slawen. Mehr dazu auf meinem Zweitkanal Hansjörgs Reisen. Der Drau entlang bis Greifenburg. Fahrspaß zum Kreuzwegsattel. Etwa zur Mitte der Auffahrt Abzweigung zum Weißen See. Anfangs nicht schön, weil man von einer Ortschaft durch die nächste fährt. In Zechendorf überquert eine Brücke den See. Bis Nachl auf der anderen Uferseite. Kurz danach endet die Straße. Der 6,5 Quadratkilometer große und bis zu 100 Meter tiefe Weißensee ist der sauberste See Kärntens. Es ist ein meromyklisches Gewässer, in dem die vertikale Wasserzirkulation nicht über das ganze Tiefenprofil stattfindet und in den unteren Schichten Sauerstoff frei bleibt, weshalb Gegenstände nicht verrotten. In kalten Wintern bildet der See mit einer bis knapp 60 cm dicken Eisdicke die größte Eisfläche der Alpen.
So diente der Film auch als Filmkulisse der Winterszenen vom James Bond-Film Der Hauch des Todes. See where this leads to. Time to leave. Und jetzt weiter zum Scheitel des Kreuzwerksattels. Die Südrampe des Weißbrier. Übernachtung in Hermagor und am Morgen zur Eckeralm. Die durchaus attraktive Garnizenklamm bin ich nicht durchwandert. Die 9 Kilometer lange, wohl anspruchsvollste Straße meiner Tour zur Eckeralm ist mitunter recht schmal, manche Kehren eng und steil. Problemlos, solange niemand entgegenkommt. Durch den Nebel im Tal bot sich ein einzigartiger Blick. Keine Ahnung, warum ich hier nicht meine Drohne absteigen lasse.
Die Eco-Alm befindet sich am Karnischen Hauptkamm und besteht aus mehreren urigen Almhütten, die gemeinsam ein beeindruckendes Hüttenensemble bilden. Die Fahrt über den Schlosshüttensattel nach Italien ist zwischenzeitlich gesperrt. Ein Stück auf der B111, wo ich in Kirchbach auf die Geithal-Schattenseitenstraße abbiege. Bis nach Mauthen. Der Ort zählt zu den 5 Bergsteiger Dörfern in Kärnten. Es ist schon was Besonderes. In Bayern gibt es zum Beispiel nur 4, im Allgäu kein einziges. In dem Bierhotel habe ich schon mal übernachtet. Hier ginge es zum Blökenpass nach Italien, der aber wegen einem Felssturz auf unbestimmte Zeit gesperrt ist. Durch Kretschach und über den Geilbergsattel, der im Mittelalter aus Saumweg eine wichtige Rolle im Handel zwischen Salzburg und Venedig hatte. Die heutige Straße wurde erst während des Ersten Weltkriegs angelegt, seither stetig ausgebaut. Was war das für eine geile Fahrt? Was ich leider cinematisch nur suboptimal wiedergeben kann, weil ich vergaß, die Helmkamera auf Augenhöhe umzumontieren und auch noch die Heckkamera nach unten rückte. Ab dem Scheitel klemmte ich mich an eine recht flott fahrende Münchner Gruppe. Gib in einem Video einfach mir her, wenn mehrere Biker vorausfahren.
Hinterhergeschleiche ist nicht mein Ding. Deshalb warte ich hier ein Weilchen. Als ich die Vorausfahrenden wieder einholte, war nur mehr ein Biker hinter den Autos, was das Überholen einfach machte. Hinter der Münchner Truppe bis zur Engstelle der Trau, dem Kärntner Tor, wo dieses Video endet. Die Fortsetzung durch Osttirol ist für 2025 geplant.